In den dunklen Schatten vergangener Zeiten wurzeln Legenden über verlorene Zivilisationen, deren Könige mit der Macht von Göttern herrschten und die langsam vom Staub der Zeit zugedeckt wurden. Von einem solchen Ort kamen drei Reiter. Ihr Anführer trug das goldene Zeichen einer uralten Königswürde. Kriege. Oh, Sam! Warte nur, wenn ich das mal erzähle! Sam! Komm schnell raus und zieh dich an, wenn du nicht nackt erwischt werden willst. Da kommt nämlich jemand. Zu Hause? Ja, was gibt's, Mr. Adams? Ich hab nicht viel Zeit. Hol sie bitte. Ja. Ma? Milt, was ist denn passiert? Sprich. Unsere Jenny, wir fürchten, sie hat die Cholera. Cholera? Du musst gleich mitkommen, Molly. Oh. Ma, kann ich auch mit? Nein. Wieso nicht? Ich will nicht riskieren, dass du dich ansteckst. Mama!
Charlotte. Jenny hat die Cholera. Ich fahre mit Milt und versuche zu helfen. Charlotte, ich lasse euch nicht gerne allein. Aber Pa wird erst spät abends nach Hause kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Ich vertraue euch beiden. Und Sam, versuch wenigstens einmal, deine Schwester nicht zu ärgern. Lasst für heute die Streiche. Und denk ja nicht, ich vergesse, was du getan hast, Sam Isaac. Deine Strafe kriegst du, wenn Pa zurückkommt. Und was ist mit Ma? Wird sie nicht die Cholera kriegen? Möglich. Dann stirbt sie. Denkst du, das würde sie abhalten, hinzugehen? Sie denkt keine Sekunde daran, dass ihr Leben in Gefahr ist, solange sie Jenny helfen kann. Aber das gibt doch keinen Sinn. Wenn sie stirbt statt Jenny. Das wird sie auch nicht. Das wäre aber möglich. Du verstehst das nicht, Sam. Darauf kommt es doch nicht an. Wer wahre Menschlichkeit besitzt, würde niemals zuerst an sich selbst denken, auch wenn es ihm das Leben kostet. Wo hast du denn das her? Vor deiner Nase liegt es. Die Heilige Schrift. Hier in der Bibel steht es geschrieben, es gibt keine größere Liebe, als dein Leben für einen Freund zu opfern. Ich kenne niemanden, für den ich sterben würde. Würdest du für mich sterben? Ich würde mein Leben für jeden in dieser Familie opfern. Ich muss leider sagen, das schließt auch dich ein. Sam, komm mal her! Ich habe solche Indianer noch nie gesehen. Charlotte, was sollen wir tun? Sam, hilf mir! Sie kommen hierher! Stehlen? Legen Sie Feuer im Haus. Los, raus hier. Wir verstecken uns in der Scheune. Hier.
Charlotte, steh auf! Los, wir müssen weiter, steh auf! Mein Fuß! Wir müssen weiter! Schnell, steig auf und reite! Ich kann dich doch nicht allein lassen! Tu, was ich dir sage! Los, reite und hol Hilfe! Gott sei Dank haben sie dich gefunden. Milt sagt, du hast die Indianer aus der Nähe gesehen. Waren es Cheyenne oder Shoshones? Weder noch, Pa. Einer trug ein goldenes Stirnband. Und merkwürdig geschnürte Mokassins hatten sie. Ich habe solche Indianer noch nie gesehen, Pa. Und sie kamen geritten, als hätten sie vor nichts Angst. Wenn sie etwas angetan haben. Es ist meine Schuld, Pa, weil ich wegen Kali zurückging. Du bist wegen dieses dummen Kalbs zurückgelaufen? Molly. Ich wollte nicht, dass sie ihn fangen. Ja, und dafür haben sie jetzt deine Schwester. Molly, hör jetzt auf. Du bist zu hart zu ihm. Er ist noch ein Kind, Molly. Ich hätte die Kinder hier niemals allein lassen dürfen. John, du musst sie finden. Das werde ich. Hol sie zurück, John. Das werde ich, Molly. Ich werde nicht aufgeben, bis ich sie finde. Es tut mir leid, Charlotte. Es tut mir wirklich leid. Hier haben sie gefangen. Das erste Mal seit 3 Jahren, dass sowas passiert. Hey, seht euch das an. Ich habe noch nie einen Indianer gesehen, der solche Spuren macht. Und dazu so deutlich. Reiten wir, solange die Spur noch frisch ist.
wünschte nur, Pa hätte mich mitgenommen. Komm, Greyback, wir werden durchschwimmen. Junge, greift dir die Leine! Verdammt nochmal, greift dir die Leine! Gut leiden. Er kann dich sehr gut leiden. Bärentöter! Komm sofort hierher oder ich erschieß dich. Der Bärentöter würde nie einen Menschen umbringen. Nur Bären, Indianer und ab und zu einen weißen Jungen wie dich. Ja, ja, ist ja gut. Geh rüber in deine Ecke und halt dein Maul. Weißt du, ich hatte meinen Jungen wie dich. Naja, nicht ganz, er war hässlich wie die Nacht. Genau wie seine Ma. Und geendet hat er mit durchschnittener Kehle. Wie heißt du? Na los, mach den Mund auf. Wie heißt du, dein Name? Sam Sutter. Du bist einer von den neuen Siedlern, drüben an der Black Ridge. Ich muss meine Schwester suchen. Sie ist von Indianern entführt worden. Ich gehe nicht nach Hause, bevor ich sie gefunden habe. Na, wenn das kein tapferer Krieger ist. Bist du Bärentöter? Dieser Knabe hier. Kann keinen Fluss überqueren oder ein Gewehr laden, aber er traut sich allein, durchs Bären- und Indianerland zu reiten. Du hast nicht mal einen Proviantbeutel. In 3-4 Tagen wärst du verhungert. Und was finde ich in deiner Tasche? Vielleicht machen wir das Schmuckstück zu Geld. Das gehört mir. Ah, das gehört dir. Dann versuch's dir zu holen. Los, geben Sie es wieder her. Ich sag doch, hol's dir. Setz dich hin, du altes Gerippe. Siehst du, er mag dich. Er kann dich wirklich gut leiden. Aber er kann mich noch besser leiden. Sag, wo hast du das her? Von dem Indianer, der meine Schwester entführt hat. Ach, weißt du, ich habe sowas mein Lebtag noch nie zu sehen gekriegt, Junge. Von einem Indianer? Es riecht nicht mal nach Indianer und niemand kennt die Roten Brüder besser als ich. Siehst du, das sieht doch gut aus, was?
Sag mal, wissen deine Eltern, wo du steckst? Nein. Weißt du, eins hast du ja, Sam Sutter. Mut. Aber etwas anderes hast du nicht, und das ist Erfahrung. Du bist friedlich, du hast deinen Anteil gekriegt. Jetzt sind wir dran. Also, mein Junge, ich stelle meine Fallen an diesem alten Fluss schon länger als 30 Jahre. Ich kenne jeden Stamm von hier bis zur Wasserscheide. Ich spreche 6 indianische Dialekte und ich muss immer noch auf meinen Skalp aufpassen. Und da wagt sich ein schmächtiges Bürschchen wie du, das nicht mal weiß, wie man einen Fluss überquert, mitten ins Christliland. Weißt du, was ich jetzt eigentlich machen sollte? Dir den Hals aufschlitzen. Und jetzt ist auf. Ich will nichts. Du willst mein Essen beleidigen? Du willst mein Essen beleidigen? Bürschchen, ich sag dir, ist auf. Ach, achte gar nicht auf ihn. Du findest in der ganzen Gegend keinen reinlicheren Hund, also iss. Wird's bald! Iss auf! Nein, Junge. In all meinen Jahren, die ich bei den Rothäuten bin, habe ich sowas noch nie gesehen. Muss ein ganz schönen Batzen wert sein. So 200, 300 Dollar, denke ich. Sie werden das nicht verkaufen. Es gehört mir. Nichts ist hübscher als süßes, leuchtendes Gold. Tja. Hier ist ein Bett und ich sage jetzt kein Wort mehr zu dir, bis ich dich morgen früh nach Hause bringe. Verstanden? Ich gehe aber nicht nach Hause. Sicher gehst du. Nein, ich will aber nicht. Doch. Ich muss erst meine Schwester suchen. Also geben Sie mir mein Eigentum und ich verschwinde. Eins sag ich Ihnen, ich kehre nicht um. Oh, doch, das wirst du. Hab ich nicht recht, Bärentöter. Da ist Ma. Jawohl, und sie erwartet dich schon mit dem Ochsenziemer. Mann, oh Mann! Der Ochsenziemer, er bebt und zittert schon. Voll Freude auf die Prügel, die du kriegst. Still, Mark kann Trinker nicht ausstehen. Trinker? Ich bin kein Trinker, oder Bärentöter. Oh, guten Tag, Madam, mein Name ist Habakuk. Die Leute nennen mich den Russen, sie haben vielleicht schon von mir gehört. Ja, ich bin Trapper und stelle meine Fallen schon seit 30 Jahren in der Gegend hier. Sam Isaac, wo bist du gewesen? Ach, wissen Sie, Madam, wir haben ihn zufällig im Fluss gefunden. Er wollte gerade ertrinken, mein alter Bärentöter und ich haben ihn rausgezogen. Hat Vater Charlotte gefunden? Na, siehst du, deine Mutter Freudentänze machen? Frag nicht so dämlich. Wissen Sie, Madam, ich würde sagen, geben Sie ihm eine Tracht Prügel, dann wird er wieder vernünftig. Haben wir denn nicht schon genug Kummer? Musstest du auch noch weglaufen, Junge? Ich ertrage das nicht mehr. Ich kann einfach nicht. Ma! Du bist recht, Börschchen. Geh ins Haus und hol dir deine Prügel ab. Und denk dran, so eine Suchaktion ist nicht für dich, sondern Männersache. Komm, Bärentöter. Hör auf zu meckern, komm mit. Ab nach Hause. Russe! Ey, schoss den Bär! Warten Sie! Sie haben noch das Stirnband, ich will es zurück. Jetzt hör mal zu, es nützt dir ja doch nichts. Es ist besser, wenn ich es behalte. Nein, geben Sie es her, ich will es. Weißt du, was das ist? Also, das ist reines Gold. Das ist schweres, leuchtendes Gold. Und Gold ist nichts für kleine Kinder, verstehst du? Ich will es zurück. Es ist meins. Hey, weißt du was? Ich hätte dich ertrinken lassen sollen. Stimmt's, Bärentöter? Ich schoss den Bär, das war nicht schwer. Und eigentlich weiß ich noch nicht, denn ich war voll. Lass mich mal das Ding sehen. Nun, was denkst du? Schwer zu sagen, ob es wirklich von einem Indianer stammt. Er trug es und ich fand es an dem Platz, an dem sie Charlotte fingen. Hör zu, ich verlange von keinem von euch, dass er noch mal mitreitet. Ihr habt mir schon 2 Wochen geopfert und ich bin euch sehr dankbar dafür.
John, du wirst doch nicht aufgeben. Gib auf, wenn ich sie gefunden habe. Das habe ich dir versprochen. Und ich werde sie finden. Pa, ich gehe mit dir. Wir werden sie finden. Wir brauchen keine Hilfe. Ich reite allein. Bitte, Pa, ich will helfen, sie zu finden. Ich bin dafür verantwortlich. Sam, du läufst nicht nochmal weg, verstanden? Du bleibst hier und sorgst für deine Mutter. Ich verlasse mich auf dich, Junge. Ist gut, Pa. Ist ja toll gewachsen, Kali. Pa wird dich nicht erkennen, wenn er zurückkommt. Pa! Es ist Pa! Ma, Pa ist zurück! Komm schnell! Ma, er ist verwundet! Sieht aus wie eine Schussverletzung. Oh mein Gott. Schnell, hilf mir, Sam. Er muss ins Haus. Molly. Ich bin ja da, John. Lieg ruhig. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Verdammte Kaioras. Versuch jetzt nicht zu reden. Sam, bring mir meine Tasche. Ja. Es ist sinnlos, Molly. Ich habe gesucht. Und gesucht. Unsere Tochter muss tot sein. Ich war überall, wo sie sein könnte. Der Herr vergebe mir, aber ich hasse sie. Und ich kann ihnen das, was sie uns angetan haben, nicht verzeihen. Verzeiht mir, aber ich muss herausfinden, was mit Charlotte ist. Alles Liebe, Sam. Sind Sie da drin? Trink nicht so viel, alter Trapper. Ich kenne dich nicht. Was willst du, Bärentöter?
beiße den Fetzen. Niemand hört mir zu, wenn ich was sage. Schön, sage ich nichts. Ich gehe ja nirgendwo hin und du kriegst mich nicht dazu, dass ich dich irgendwo hinbringe. Nirgendwo hin! Russe, denk doch nur an das viele Gold, das wir holen können, da wo meine Schwester ist. Stell dir nur mal vor, haufenweise gelbes, leuchtendes Gold. Mehr als du tragen kannst. Also ich schätze, alle Dinge, die einigen Wert für mich haben, sind auf diesem Maultier. Außer meinem alten Bärentöter. Na komm schon! Schlechtesten Kaffee in der Welt. Naja, ich habe noch nie Kaffee gemacht. Wie der von meiner toten Squaw. Russe, hattest du wirklich einen Sohn? Natürlich hatte ich einen, habe ich dir doch erzählt, oder? Hast du ihm wirklich die Kehle durchgeschnitten? Was denkst du, wovon ich meine Hundefutter mache? Er war ein feiner Junge. Ich sag ja, du hast mich an ihn erinnert. Seine Ma war Cheyenne. Ich hab sie dem alten Jockerbob abgekauft für 4 Krüge. Und beide kriegten die Pocken. Weißt du, eigentlich hätten wir nach der langen Suche wenigstens eine Spur finden müssen. Es ist wie eine Jagd auf Geister. Ja, aber du kannst von niemandem erwarten, dass er dir was über einen Stamm erzählt, der nicht existiert. Und mir wird jeden Tag klarer, dass du mich auf eine tote Spur gehetzt hast. Darum mache ich Schluss. Ich reite nicht mehr weiter. Aber du kannst doch nicht aufhören. Doch, ich will gleich morgen früh nach Hause aufbrechen. Aber das kannst du nicht. Wer will mich aufhalten? Ich bin verloren, wenn ich allein reite. Ich kann nicht mit den Indianern sprechen. Die skalpieren mich sofort. Du hast es erfasst und willst doch gewiss nicht, dass ich deinen armen Eltern sagen muss, sie werden nun beide Kinder nicht wiedersehen. Das wirst du ihnen doch sagen müssen. Ich mache weiter, bis ich weiß, wo Charlotte ist. Und von dem Gold, das ich finde, kriegst du nicht mal ein Staubkorn, weil du feige bist. Ja gut. Es sind nur noch 2 Tage bis zu den Cheyennen, aber danach kehre ich um und du kannst dich zur Hölle scheren. Ja, sei ruhig. Hey, das ist ein hübsches Kind. Ich wette, der alte Schokobob gibt sie dir, wenn du genug Schnaps bietest. Pretty good. Where did you get over? Oh,
Ich gehe nach Gigi. Nun, so wird's jetzt. Da, Don. Ich das nicht. Awan, Oslo. Ishi, Ia. Kada Mesken hat noch was Chani. Was ich gar ohne gehe, ich die war ohne. Ja, ja, das habe ich erwartet. Er weiß genauso wenig. Und jetzt, Sam Isaac, wäre es nett, wenn du mich entschuldigst. Ich habe noch ein paar kleine gesellschaftliche Verpflichtungen. Und wenn ich die hinter mir habe, dann mache ich mich auf den Heimweg. Zeig ihnen das Band. Die werden es dir nicht wegnehmen. Was will er? Weiß er vielleicht was? Sie ist ein Gegner. Wo ist Nani Winner? Manu Nani. Warum kann er nicht reden? Seine Zunge ist rausgeschnitten. Der alte Fuchs kam vor Jahren hier ins Lager. Total erschöpft und fast wahnsinnig vor Hunger. Er wollte Essen stehlen. Sie haben ihn erwischt und hier behalten. Seitdem macht er Squaw-Arbeiten. Und wo kommt er her? Sie wissen nicht, wo er herkommt. Oder wer er ist. Gute! Die Zeichnung heißt Groß Geist, großer Geist. Groß Streit. Gezackter Himmel. Das ist es, Russe. Gezackter Himmel, das müssen wir suchen. Da ist der Stamm, der Charlotte hat. Hör zu, Junge, ich weiß nicht, was das ist und ich habe noch nie davon gehört. Und ich habe keine Lust, nach irgendwas zu suchen, wovon ich nicht mal was gehört habe. Frag ihn, warum fragst du nicht, wo das ist? Ja. Tinte. Nein. Ja, kann absolut nicht sagen, wo gezackter Himmel ist. Er haucht mich und dich zur Suche nach gezackter Himmel. Er sterben will er. Ja, das heißt zwischen seinen Brüdern. Ja, wir gehen mit ihm. Sag's ihm, Russe. Das ist doch Wahnsinn. Sieh ihn dir an, Sam. Er kann doch kaum kriechen. Er überlebt keinen Tag auf der Reise. Und ich hab dir klar und deutlich gesagt, wohin ich gehe. Ja, aber nur, wenn wir hier nichts finden, hast du gesagt. Jetzt wissen wir, wo Charlotte ist. Bitte, Russe, sag ja, hilf mir. Nein, ich habe meine Entscheidung getroffen und diesmal bleibt's auch dabei. Ein verdammter Weichling bist du. Hörst auf so einen Bengel. Niemals hinkommen! Hey.
Was ist denn? Psst! Was ist? Das hier ist Apachenland und dieser alte Bussard weiß das genau. Bis jetzt ging's gut. Und jetzt wird Rast gemacht. Lade das Maultier ab und bau das Lager. Ich werde mich inzwischen umsehen. Pass auf. Und hab dein Gewehr immer griffbereit. Ja. Bärentöter, komm. Ich wünschte, der Russe wäre hier. Russe! Wo bist du, Russe? Dafür hole ich mir ein paar Skalps, bevor ich wieder nach Hause reite. Er hat mir das Leben gerettet. Zweimal hat er es mir gerettet. Ja. Der gute Hund. Glaubst du, er hält durch? Hoffentlich lange genug. Der Sturz auf die Felsen war ziemlich hart. Eins ist sicher, wenn er nicht durchhält, sind wir in der Wüste verloren, Sohn. Und ich will hoffen, dass er weiß, wo er hin will. Das ist das Ende der Welt. Und wir sind tot. Sieh doch, da!
Der gezackte Pfeil, genau wie auf dem Stirnband. Ui. Und er hat uns direkt ans Ende der Welt geführt. Aber Russe, hinter den Felsen muss der gezackte Himmel sein. Das wollte er mit der Zeichnung sagen. Wir haben es geschafft. Was willst du tun? Russe, wir stehen direkt davor und wir werden auch einen Weg finden, um hineinzukommen. Ich wette, hinter den Felswänden wartet Wasser auf uns und Charlotte und ein mächtiger Haufen Gold. Morgen früh, wenn ich aufgewacht bin, packe ich und reite heim. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber ich mache mich auf den Weg. Du feiger alter Säufer hast nur Angst. Darum willst du aufgeben, nur Feigling. Entschuldige, alter Mann, aber ich werde dich nicht nach Hause bringen können, wie ich es versprochen habe. Ich habe gehofft, du führst uns an den richtigen Platz. Aber ich schätze, der Russe hatte recht. Er wusste, dass du nicht durchhältst. Da ist der Eingang! Russe! Russe, wach auf! Wir haben den Eingang gefunden! Na komm schon, steh auf! Da oben ist er, in der Felswand. Komm, von hier drüben siehst du ihn besser. Da oben, siehst du? Ja, ja, ist gut. Was sagst du jetzt? Das ist ein Wunder der Natur, mein Junge. Warum haben wir es vorher nicht gesehen? Weiß nicht. Er hat wohl was mit den Sonnenstrahlen zu tun, denke ich. Wir sollten aufbrechen. Es ist wirklich und wahrhaftig Wasser. Hier ist Wasser! Komm schon! Wasser! Komm, komm nichts wie hin! Ui! Ja. Ui! Auf! Es ist wundervolles Wasser. Das sieht aus wie ein Totempfahl. So was habe ich noch nie gesehen. Merkwürdiger Totempfahl. Sieh doch da! Das ist Gold. Ab heute bin ich reich.
Mann, dafür bin ich dir ewig dankbar. Du hast mich ans Ende des Regenbogens gebracht. Ist das nicht wundervoll? Schweres, leuchtendes Gold. Siehst dir doch mal an, wie es strahlt. Eine Wohltat für die Augen ist das. Sam, ich teile es mit dir. Du hast mich hergebracht. Ich teile alles mit dir, was wir finden. Und das wird eine Menge sein. Süßes, schweres, leuchtendes Gold. Hey, Russe, sieh dir das an. Was hat das zu bedeuten? Das weiß der Henker. Hör mal, Junge. Wir buddeln das hier aus und machen uns auf den Heimweg. Komm schon. Komm her! Oh. Ich fürchte, die Wilden wollen uns ins Kalb. Sag deine stärksten Gebete auf, Sam. Die Schätze, die können wir jetzt brauchen. Wir werden uns doch nicht töten, oder? Ist das auch nicht zu scharf gewürgt? Sam, mach bloß nicht den Mund auf. Oh. Nein, danke, ich will nicht. Ich habe keinen Ho. Was? Der hat uns vergiftet. Wir leben bestimmt nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange, Sam. Was? Alte böse Hexe. Ich sterbe. Ach, ich könnte jetzt glücklich das Flussufer entlang wandern und mit Bärentöter meine Fallen stellen. Und was tue ich hier? Zieh mich an. Ich liege halbnackt in der Sonne und werde angegafft von einem Haufen fetter Squaws. Ich sterbe, Sam. Ich sterbe. Okay.
Russe, wir sind nicht mehr gefesselt. Die Fesseln sind weg. Ich fühle mich wie das Innere von einem Saumagen. Was soll das bedeuten? Das ist ohne Zunge. Der muss gestorben sein. Sieht aus, als wollten sie ihn verbrennen. Aber ich kann Beerdigungen einfach nicht ausstehen. Hände weg, ich kann das nicht leiden. Sie verbrennen Ekima gleich. Du sprichst ja... Weiße Squaw lehrt mich eure Sprache. Ich bin Ashkea, Tochter Häuptling Shumeki. Mein Vater fiel Zorn für den, der tötet seinen Bruder Ekima. Wurde ohne Zunge ermordet? Ekima, großer Krieger, wollte Häuptling sein, aber verliert Rennen gegen Lauf der Sonne. Ekima voll Schande, verlässt sein Volk, kommt nicht zurück. Nein, nein, er gewann das Rennen, nicht wahr, Russe? Darum hat er geweint, als er das goldene Band sah. Shumeki gewinnt Gold, ist jetzt Häuptling. Ja, und wir sind wahrscheinlich als Nächste dran. Ashkia, du musst uns helfen. Eure Männer haben meine Schwester entführt. Charlotte, ich muss sie sehen. Du musst mir helfen, Ashkia. Ich muss sie sehen. Ich will nur mit dir reden. Das Band, das ist der Mann, der Entführer meiner Schwester. Hier, du willst doch nicht gegen das ganze Volk kämpfen. Halt dich zurück. Demkai, mein Bruder, dein Schwestermann, trägt Gold, wird bald werden Häuptling. Charlotte? Sie sagen sie, getötet. Ekima. Nein, das würde sie nie tun. Und sag diesem alten Bussard von Häuptling, wenn er Charlotte umbringt, bring ich ihn um. Und sage ihm auch, das ist mein voller Ernst. Junge, willst du denn, dass wir skalpiert und verbrannt werden? Nee. Paseta. Nonotak. Sie sagt es ihm. Paseta. Nishane. Latnamine. Flanai. Wone. Flanada. Häuptling zornig. Er mag Name Bussard nicht. Er sagt, ihr geht oder sterbt mit Mädchen. Sag ihm, ich verlasse euren Stamm nicht ohne Charlotte. Mensch, überleg dir, was du sagst. Du verschenkst unsere letzte Chance. Denkst du, ich bin hier, um meine Schwester sterben zu sehen? Bevor ich das zulasse, gebe ich mein Leben für Charlotte. Also, sag ihm das. Sam, ich habe sowas wie dich noch nie gesehen. Nicht in all meinen verdammten Lebensjahren. We flanda teida. Nelit tla we tla mi mea. Mea de la keel ekema. Ne tla dunde te unde. Nita mea de la ne ekema. Nasha nasho nate ne oda te heva kao. Wird er Charlotte gehen lassen? Häuptling sagt, wenn Charlotte hat nicht gemordet, du musst Rennen laufen gegen die Sonne. Gib Blut, dann kann Schwester leben. Dein Tod beweist Unschuld von Schwester, wenn Götter erlauben, dir zu gewinnen. Was muss ich tun? Rennen gegen die Sonne. Tja, das ist das verfluchteste, grausamste Zeug, das ich je gehört habe. Ein dünnes, schwaches Kind wie dich gegen die Sonne rennen zu lassen. Und was ist die Belohnung? Der Pfeil, der für deine Schwester bestimmt war. Wenn wir herausfinden, wer es war, dann ist die Sache erledigt. Wer? Hast du das etwa noch nicht rausgekriegt? Du weißt es? Ach, ich müsste blind sein, wenn ich es nicht wüsste. Hör zu, wenn der Alte ohne Zunge die Wahrheit gesagt und selbst das Band gewonnen hat, dann müsste er ihr König sein, schon jahrelang. Aber er wurde in der Wüste ausgesetzt. Mit rausgeschnittener Zunge war er zum Tode verurteilt. Und jemand anders regiert seinen Stamm. Shumeki!
Du hältst schön den Mund, oder wir sind nichts mehr wert. Nicht für uns, nicht für deine Schwester, für niemanden. Was machen wir jetzt? Tja, wenn ich das wüsste. Wir müssen versuchen, Charlotte zu retten. Was erwartest du von mir? Ein Wunder? Und wo ist das Gold, das du mir versprochen hast? Das war die Abmachung. Ich bring dich her und krieg dafür Gold. Und jetzt verlangst du, dass ich mein Leben riskiere. Das will gut überlegt sein. Was heißt überlegt sein? Wir haben keine Zeit mehr, Russe. Ich sagte, das will gut überlegt sein. Kleiner Bruder, bitte komm. Charlotte. Ashkia? Charlotte! Oh, Sam. Es wird alles gut gehen. Lass mich nur machen. Wie geht's Mama und Papa? Du glaubst nicht, wie sie mir fehlen. Gut, aber du fehlst ihnen auch. Sie lieben dich sehr. Bitte, Sam, ich will, dass du nach Hause gehst, bevor sie dir etwas antun. Bitte. Ich werde wieder nach Hause reiten, aber ich nehme dich mit, Charlotte. Das ist unmöglich. Eile, kleiner Bruder. Sie werden uns finden hier. Warte. Das sollst du nach Hause bringen. Für Ma und Pa. Bitte geh jetzt. Geh, bevor es zu spät ist. Ashkia, du darfst niemand etwas sagen. Temkay darf niemals erfahren, dass ich sein Kind trage. Es ist schlimm genug für ihn. Ashkia, was bedeutet das, gegen die Sonne zu laufen? Du beginnst auf andere Seite vom Tal. Bei Signal läufst du quer durch das Tal und kletterst den Felsen hinauf zum Opferplatz. Du musst da sein, bevor Licht der Sonne voll auf goldenen Pfeil fällt. Und wie kann jemand so schnell sein? Sogar stärkste und tapferste Krieger verloren rennen gegen die Sonne. Tu, was deine Schwester sagt. Geh zurück in dein Land. Geh zu Mutter und Vater. Da ist Temkay. Er traurig, für was er muss tun. Was? Ich verstehe nicht. Er trägt Gold. Und sein Pfeil wird nehmen Charlottes Leben. In meinem Volk, das ist Gesetz. Was? In meinem Volk Gesetz ist hart. Ich tue es. Wer sagt, dass ich es nicht kann? Gott wird mir helfen und ich schaffe es. Ich werde da sein, wenn Temkay schießt. Ich kann nicht verstehen, so große Liebe. Dass du willst sterben für deine Schwester? Sie würde es auch. Und auch Ma und Pa, weil sie an das glauben, was hier steht. Dass man für einen Freund das Leben opfert. Hier. Ich werde es nicht mehr brauchen, Ashkia. Thank you.
Ich bitte dich, Gott, lass mich nicht aufgeben. Sam! 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 Es wurde aber auch Zeit, dass ihr beiden kommt. Hallo, Russe. Warum seid ihr einfach weggefahren, ohne mir ein Wort zu sagen? Was treibt dich denn um diese Zeit zu uns? Weißt du schon, ich habe das Gefühl, diesen Winter kriegen wir viel Schnee und ich werde vielleicht eingeschlossen. Und da wollte ich fragen, ob ich bei euch überwintern darf. Du bist uns willkommen. Bleib, solange du Lust hast, Russe. Danke. Sam, geh jetzt die Tiere versorgen. Zum Henker ist denn das? Den habe ich für dich gekauft, Russe. Ich habe ihn Bärentöter genannt. Was fällt dir denn ein, Kleiner? Das ist eine ganz schöne Unverschämtheit von dir, dieses Würstchen so zu nennen. Lass ihn mal ansehen.
du Bärentöter. Was macht der Russe heute? Verfolgt sein Maultier. Sein Maultier? Ja, das ist ihm heute früh weggelaufen. Er hat geflucht und es angeschrien. Und da hat es kehrt gemacht und ist ab in die Berge. Ich schätze, es hat genug von ihm. Tja, er wird mir fehlen, unser Russe. Er ist ein guter Mann. Pa? Ja, mein Junge? Denkst du, dass Ma wieder mal so wird, wie sie war? Wie meinst du das, Sam? Sie hat sich sehr verändert, das meine ich. Deine Ma hat viel durchgemacht, Junge. Über das, was sie hat, kann sie sich nicht freuen, weil sie zu viel an das denkt, was sie verloren hat. Weißt du, als du und Charlotte wegfahrt, da hat Ma die ganze Zeit gebetet und gehofft, dass sie euch beide wiederkriegt. Und als du gekommen bist und gesagt hast, dass Charlotte bei den Indianern am Fieber gestorben ist, ist sie damit nicht fertig geworden. Wir können nur hoffen und abwarten. Und auf Gott vertrauen. Es wird ganz schön heiß. Holst du uns Wasser? Bist du ihm nachgelaufen? Das war Temkai. Sch! Sie ist für mich in den Tod gegangen. Molly! Molly, komm her! Schale dich. Er ist mein Sohn, meiner und Temkais. Schon!
Baby! Oh. Mama! Oh, Mama! Oh, Baby! Mama! Oh. Ich danke Gott.